vor in der Sonne. Vor diesem Video habe ich mich lange gedrückt. Am Anfang dieser Reise, also ich war jetzt einen Monat auf Bali, wenn ihr dieses Video seht, befinde ich mich schon auf dem Rückflug nach Deutschland. Und ich war einen Monat auf Bali und ich habe das hier sehr genossen. Und ich habe mir jetzt auch wirklich gerade einen schönen Platz für dieses Video ausgesucht. Ich möchte es auch im Stehen machen und nicht im Sitzen, weil irgendwie ich halt irgendwie auch nervös bin. Weil wenn ich dieses Video beendet habe, also wenn ihr das bis zum Ende schaut, dieses Video ist es dann auch irgendwie endgültig. Es geht um meinen Ausstieg bei Köln 50667. Ich habe hier nichts vorbereitet, ich habe nicht irgendwie jetzt was geschrieben oder mir viel Gedanken gemacht, sondern ich möchte einfach vom Herzen sprechen. Ihr kennt das ja, wenn ihr irgendwie vielleicht auch irgendwie mal in so einem Modus seid, wo ihr auf einmal redet und redet und redet und dann kommen die ganzen Sachen halt einfach. Diesen Modus hat man manchmal und den kann man nicht immer wieder erstellen. Deswegen versuche ich immer frei zu sprechen, dass ich einfach wirklich vom Herzen spreche und nicht so viel mir vorher Gedanken mache und alles strukturiert abrede. Natürlich kann man sich auch Stichpunkte machen. Mir fällt es nicht leicht, dieses Video zu machen, weil nach diesem Video ist es irgendwie endgültig. Ich sage jetzt meinen Grund, warum ich ausgestiegen bin. Ich erzähle euch auch die Gründe und auch ungefähr, wie es weitergeht. Aber irgendwie ist es dann endgültig. Ich denke, die einen oder anderen verstehen auch, was ich damit meine, dass ich halt im Endeffekt kein Comeback plane. Um wieder halt einfach als Kevin bei Köln 50667 zu spielen. Über all die Jahre bin ich immer in eine Rolle eingetaucht und war praktisch nur für dieses Projekt da. Ich habe all die Jahre immer halt mein ganzes Herz gegeben für dieses Projekt. Und es waren jetzt über 9 Jahre und ich kann euch gar nicht in Worte fassen, wie es ist, dass man im Endeffekt jetzt nicht mehr die Sache macht. So, ich merke schon, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen kann, weil ich euch am liebsten so viel sagen würde. Ich kann euch aber leider, und das ist das Problem, warum ich so lange mit diesen Videos struggle hatte, ich kann euch leider nicht die komplette Wahrheit sagen, aus Gründen einfach. Ich kann euch nur meine Sichtweise sagen und es war eine Entscheidung von Filmpool und eine Entscheidung von mir. Wir haben diese Sache zusammen entschieden und ich möchte nicht im Namen von Filmpool sprechen gerade. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe dieser Firma so viel zu verdanken, dass ich damals bei X-Series anfangen durfte. Dass an mich geglaubt wurde. Ich hatte am Anfang, ist nicht so leicht, so, ich habe am Anfang auch viel Scheiße gebaut. So die erste Woche, wo ich in Berlin gedreht habe, damals mit Anna, Chantal und die ganze Crew, mit Nick, da haben wir so ein Crossover gehabt mit Berlin Tag und Nacht und diese Woche habe ich mich echt wie ein Depp verhalten. Ich hatte damals einen absoluten Höhenflug. Ne? Nach X-Diaries wurde ich auch viel erkannt und dann hatte ich einen Höhenflug, dann wusste ich, oh geil, ich wurde halt für Köln genommen. Ich erkläre euch einfach mal so die Geschichte, wie das überhaupt damals entstanden ist. Ich habe mich damals beworben für ein Casting und bin nach Magdeburg damals zu einem Casting gegangen und dann gibt es ein Filmpool-Casting. Da sitzen mehrere Leute drumherum und naja, du stehst in der Mitte und machst dann ein Casting und spielst eine Geschichte. Dann habe ich schnell eine Anfrage bekommen für X-Diaries, dass ich so ungefähr diesen Pauly D spielen soll von Jersey Shore. Vielleicht kennt der eine oder andere damals noch Jersey Shore. Ich sollte so einen Player spielen und naja, ich wurde auf jeden Fall für diese Rolle gecastet und wurde auch genommen. Ich habe mich übelst gefreut. Ich durfte 2 Monate auf Ibiza leben und 2 Monate lang X-Diaries drehen. Das war eine Hammer-Erfahrung und dann habe ich irgendwie gedacht, ey, war es das jetzt? Also sollte ich jetzt wirklich einfach nur diese 2 Monate drehen als Rolle Kevin? Und dann habe ich damals auf X-Diaries schon gehört, dass es dieses Projekt Köln 50667 geben soll. Damals hieß es nicht Köln 50667, damals hat es noch einen anderen Namen gehabt. Ich möchte natürlich jetzt nicht diesen Namen verraten, wie das auch alles ist und sowas. Ne? Auf jeden Fall hatte Köln 50667 vorher noch einen anderen Namen. Ich habe davon gehört und ich kannte ja Berlin Tag und Nacht. Ich habe mich eigentlich für Berlin Tag und Nacht damals beworben. Und dann habe ich halt von diesem Projekt gehört. Ich bin nach Hause und dachte so, ich kann jetzt hier nicht sitzen bleiben. Nach den ganzen Erfahrungen vor der Kamera, mir hat das so Spaß gemacht. Und ich habe halt gemerkt, dass ich Menschen gerne entertaine. Und das war schon immer so gewesen, mein Leben. Das habe ich immer schon wirklich vom Herzen gefühlt. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meine Oma gefragt, ob ich einen Kredit bekommen kann von über 2000 Euro, um mir ein Auto zu kaufen. Na? Meine Oma hat gedacht, ich kaufe mir ein Auto, damit ich halt einfach zur Arbeit fahren kann und alles drum und dran. Ne? Ich war noch in einem Lehrverhältnis, das vor X-Diaries, habe ich eine Lehre gemacht als Erspannungsfachmechaniker, davor als Krankenpfleger. Da habe ich auch gemerkt, dass ich kein Blut sehen kann. Und dann bin ich nach München noch gezogen, da habe ich dann als Fleisch angefangen. Ihr merkt, wie gesagt, kein Blut sehen können. Und dann habe ich Zerspannungsfachmechaniker gelernt, also Tränen und Fräsen. Das war aber wirklich nicht so überhaupt mein Ding. Und ich habe mich da irgendwie, ja, okay, ich habe einfach eine Lehre machen. So, das war mein Kopf gewesen. Und ich hätte noch 1,5 Jahre machen müssen, glaube ich. Und dann habe ich einfach meine Lehre abgebrochen für das Projekt. Das war halt einfach ein Risiko. Und dann saß ich dann zu Hause und hatte irgendwie nichts, gerade in diesem Moment, habe dieses Projekt gemacht und habe gemerkt, dass ich einfach Bock drauf habe. Und dann habe ich im Endeffekt dann mir gedacht, ich gehe jetzt einfach nach Köln und dann habe ich mit Leuten, die ich auf X-Diaries kennengelernt habe, die wollten auch irgendwie bei Filmpool anfangen und da irgendwie Fuß fassen. Und eine Freundin hat schon in Bergheim gewohnt und dann habe ich gedacht, komm, geh jetzt einfach rüber und du brauchst auch ein bisschen Startkapital. Also hat meine Oma mir diesen Kredit gemacht, ich habe dieses Geld bekommen, diese über 2000 Euro, habe das Auto von meiner Mutters Freund genommen und bin dann einfach losgedüst nach Köln, habe dann den Kollegen eingesackt und dann sind wir halt einfach irgendwie in Köln gelandet, in Bergheim. Und dann wollten wir uns bei Filmpool bewerben, die hatten uns auf dem Schirm gehabt. Wir waren da, aber es gab aktuell keinen Platz dafür, halt irgendwie, dass wir da als Setrunner anfangen können. Wir wollten erstmal hinter der Kamera anfangen. Aber meine eigentliche Intention war, bei Köln 50667 anzufangen. Also im Endeffekt haben wir dann halt einfach uns ein bisschen über Wasser gehalten.
Ich hatte ja noch das Stadtkapital und dann habe ich mit Phantasialand irgendwie anfangen wollen erstmal und da arbeiten wollen. Da hätte ich dann in Fantissima arbeiten können, als Kellner sozusagen, und ich hatte schon auch alles vorbereitet. Und so wie es der Zufall dann irgendwie wollte, ich war wirklich in diesem Meeting drin von Fantissima und hätte dann diesen Job anfangen können, wäre auch gut bezahlt geworden. Kurz bevor ich diesen Vertrag unterschrieben habe, kam wirklich ein Anruf von Filmpool, dass es einen Job als Setrunner gibt. Und dann habe ich halt einfach, es war viel weniger Geld, was ich bei Filmpool bekommen habe, als bei Fantissima. Aber darum ging es mir nicht. Also habe ich diesen Job für unter 1000 Euro angenommen. Also habe das einfach gemacht und dachte mir so, komm, mach das jetzt. Ich war dann Setrunner bei Privatdetektiven Einsatz, habe jeden Morgen Brötchen geschmiert, habe die Kostüme gemacht, habe Set gemacht, habe die Leute abgeholt als Fahrer. Das ist die Aufgabe eines Setrunners. Naja, dann hatten die Leute mich noch ein bisschen mehr auf dem Schirm und die kannten mich. Es gab da auch so ein Video, da habe ich so, ja, so geweint und habe gesagt, hier vom ganzen Herzen, ich kann das Video mal einblenden. Darf ich dir eine Frage stellen? Was hat X-Divers für dich bedeutet? Ehrlich jetzt. Ich liebe X-Divers, weil es hat mein Leben verändert. Ich werde auf jeden Fall jetzt mein Leben ändern. Und ich liebe alle diese Menschen, die an diesem Projekt teilgenommen haben. Ich liebe X-Divers, weil es einfach geil war. Und alle Menschen, die sagen, das ist ACTV, die haben keine Ahnung. X-Diaries is love. Ich liebe euch alle Menschen. Ich liebe jeden. Ich liebe jeden. Jeden von euch, alle. Ihr seid ein geiles Team, wir haben ein geiles Set. Ich könnte heulen, wenn ich bald abreise. Ihr seid einfach alle so geil, Mann. Da habe ich so vom ganzen Herzen halt einfach mich geöffnet. Ich war sehr betrunken gewesen. Dieses Video wurde auf der Filmpool Weihnachtsfeier damals gezeigt und dann kannten mich die Leute natürlich auch noch ein bisschen irgendwie, oder auf der Sommerfeier war das. Und dann hatte ich schon irgendwie so einen Namen in der Firma. Wie es denn auch sei, habe ich dann als Setrunner gearbeitet und wäre dann als nächster Scripter geworden. Scripter ist im Endeffekt das, man notiert alles, die ganzen Takes und die ganzen Szenen, die Minuten und die Kostüme und sowas, schreibt man alles auf. Ich möchte euch jetzt nicht zu lange erzählen, aber ich wollte euch einfach mal insgesamt die Geschichte erzählen, wie ich zu Köln 5067 überhaupt gekommen bin. Und dann gab es ein Casting, dann hatte ich erst ein Casting damals mit Rolle Diego und Rolle Jan. Habe ich reingeschissen, war zu nervös gewesen, wusste auch nicht genau, soll ich jetzt lieber mich für das Sichere entscheiden, dass ich hinter der Kamera arbeite und da gibt es ja immer was zu machen. Oder soll ich jetzt wirklich diese Rolle annehmen? Ich war halt voll in meinem eigenen Film. Also hatte ich danach nochmal ein Casting und dann war es mit Chantal gewesen und Anna. Dort war ich sicherer gewesen. Und am Anfang der Serie gab es noch einen anderen Charakter neben Nick, der hieß Tom. Aber der war irgendwie nicht so, den hat der Sender oder Filmpool hat, dann war nicht so amused mit diesem Charakter. Und hab dann diese Rolle bekommen. Ja, es war aber irgendwie noch nicht fest gewesen. Es war erstmal so, wir gucken erstmal, Danny. Ne? Und dann habe ich mich so wie Sau in Berlin benommen, weil wir hatten kurz bevor Weihnachten war und Silvester war, hatten wir diesen Dreh mit der ganzen Crew, mit der ganzen Clique, also in der Serie, in Berlin. Und ich war so unterwegs, ich hatte einen Höhenflug, mir ist alles zu Kopf gestiegen, ich habe die Rolle bekommen, ich habe das, die Leute erkennen mich, oh, was geht, Foto machen, ich habe mich geil gefühlt. Ich bin wirklich hoch auf diesen VIP-Bereich zu den Berlin-Tag- und Nacht-Leuten, habe wirklich zu den Berlin-Tag- und Nacht-Leuten gesagt, ey, wir sind viel krasser als ihr mit Köln 5067, ihr könnt einpacken, yeah, habe mich da betrunken, habe halt einfach wirklich da einen raushängen lassen, habe einfach das leer getrunken von den Leuten von Berlin-Tag- und Nacht, habe Frauen hochgeholt, die irgendwie mit Leuten da waren oder mit Partnern, was weiß ich, kann es nicht mehr sagen. Bin hinter den Vorgang gegangen mit denen, habe mit denen halt einfach heftig rumgeleckt, habe die wieder runtergehen lassen. Hatte dann Sex mit einer im Hotelzimmer, das hat sich rumgesprochen, weil das auch gefilmt wurde und so. Also es war alles so viel in dieser Situation, wo ich dachte, wow. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich dann geschrieben habe zu den Leuten, nur Filmpool, bitte verzeiht mir, weil es hat sich rumgesprochen, dass ich mich wie Sau benommen habe. Und dann dachte ich schon, das war's jetzt mit dem Job. Danny, du hast dich ja wegen Alkohol versaut, Alter. Auf jeden Fall war es dann aber auch so gewesen, dass ich halt einfach, dass die Leute mich vor der Kamera gut fanden und mir eine Chance gegeben haben. Haben gesagt, wir wollen solche Charaktere wie dich, Danny. Scheiße, hast du gebaut, alles klar, aber du hast jetzt auf jeden Fall die Chance und du bekommst die Chance. Dann gab es noch mal ein paar Eskapaden mit Alkohol und allem drum und dran. Ich war damals wirklich krass unterwegs mit Alkohol, hatte Filmrisse, alles drum und dran. Hab aber halt einfach vor der Kamera immer, war ich immer mit dem Herz gewesen und hab immer wirklich das Beste gegeben sozusagen. Ne? Musste natürlich auch viel lernen, ich war jung und mir ist alles zu Kopf gestiegen. Und das war diese erste Sache halt einfach, die erste Zeit mit diesem Fame umgehen und mit diesem ganzen Drumherum und diesen Höhenflug, wenn man auf einmal Aufmerksamkeit bekommt, wie geht man damit um? Dann hat einfach im Endeffekt alles angefangen. Dann habe ich größere Stories bekommen, Liebe-Stories, dann haben wir noch in Paris gedreht mit der Clique von Chantal, Anna, Chris, Kevin. Nick ist ja dann damals rausgegangen, das hatte auch seine Gründe, wo ich jetzt nicht drüber sprechen möchte. Intern einfach, ich kann nicht über alles reden, intern einfach was abgeht oder was halt einfach da passiert ist über all die Zeit. Aus einem einfachen Grund, weil es gibt Leute, die halt einfach auch wirklich gerne einfach mal schnell zur Anzeige greifen. Und im Endeffekt, hello, what up, camera. Ja, ich bin deutsch. Hallo, du siehst gar nicht deutsch aus. Gut, viel Spaß euch. Naja, hier laufen auch natürlich Menschen lang, ist natürlich auch okay, waren natürlich auch Deutsche.
natürlich auf Bali, über 10.000 Kilometer entfernt, trifft man natürlich Deutsche, warum nicht. Naja, das Ding ist halt einfach, dass intern so viele Sachen über all die Jahre halt einfach auch passiert sind, wo ich wirklich sagen kann, wenn all das halt einfach dokumentiert, also wenn man das alles dokumentiert hätte, wären manche Sachen noch viel interessanter hinter den Kulissen als überhaupt diese eigentlichen Geschichten. Das war auf jeden Fall jetzt erstmal die Geschichte, wie ich zu Köln 50667 gekommen bin. Ich habe einfach an mich so geglaubt, dass ich halt einfach gerne Menschen unterhalten möchte. Und am Anfang habe ich noch gar nicht das alles so ernst genommen. War für mich alles entertainend. Und dann haben wir in der Zeit auch dann Coachings bekommen, Schauspielunterricht und alles drum und dran und konnten halt einfach noch mehr diese Materie Schauspiel verstehen. Für viele da draußen ist es immer so eine Lachnummer, Köln 50667, Laiendarsteller. Das sagt man halt einfach immer gerne so, ja, zu Leuten, die halt einfach irgendwie, ja, ich habe von Anfang an nichts gelernt, so, ne? Also ich bin einfach wirklich reingekommen, ins kalte Wasser geschmissen worden, aber intern haben wir was gelernt. Wir hatten Schauspielunterricht bekommen, wir waren wirklich guten Leuten, die auch mit großen Sendungen in Deutschland einfach zusammengearbeitet haben, mit Schauspielern und allem drum und dran. Und am Anfang habe ich das noch hingenommen, so Laiendarsteller, du hast halt wirklich am Anfang so, da bist dann einfach ein Laie, fängst an, da ein bisschen reinzukommen. So. Aber wenn du wirklich das Handwerk verstehst, wenn ich auf irgendwie dann auch die Liebe zu Schauspiel verstanden habe und allen drum und dran und über all die Jahre das gemacht habe, mit Drehbüchern arbeiten und Emotionen rauslassen und die wirklich die Menschen vor der Kamera zu packen mit Emotionen, das ist ja auch das, was ich möchte, das ist unbezahlbar. Wenn die Menschen auf einmal mitfiebern am Fernseher und einfach mitweinen und mitlachen, alles drum und dran und die Leute einfach catchen, dann ist es für mich halt einfach im Endeffekt Schauspiel, weil es halt einfach irgendwie auch die Kunst ist, die Menschen zu erreichen mit Emotionen. So, ne? Die besten Schauspieler sind meiner Meinung nach die, die auch einfach wirklich viel erlebt haben und das auch wieder rüberbringen können. Und du musst nicht immer unbedingt halt diesen Titel haben. In Deutschland brauchst du immer diesen Titel. Aber dann wollen die Leute halt einfach immer dich ein bisschen runterdrücken. Ja, die von Köln sind, die können ja eh nichts. Natürlich gibt es die ein oder anderen Leute, die reinkommen bei uns, die nur Fame wollten oder irgendwie sich nicht dafür interessiert haben. Aber über all die Jahre, über 9 Jahre, habe ich halt wirklich diese Passion aufgebaut. Dieses Schauspiel lernen, also Schauspiel habe ich dann gelernt zu lieben. Es war nicht mehr einfach dieses Entertainment, was es am Anfang war. Am Anfang haben wir alle als Charaktere geacted. Also es war so, ey, wir nehmen einfach so Leute, die lassen wir nach Drehbuch arbeiten und dann im Endeffekt bringen wir das so real rüber, dass es eine echte WG ist. Die Leute hatten am Anfang der ersten Staffeln wirklich den Eindruck, dass wir wirklich so, dass ich Kevin heiße oder dass Yvonne Anna heißt oder dass Jerry Chris heißt oder dass halt ein Christoph Jan heißt oder eine Pia Maike heißt. Ne? Und das war halt einfach dieses Strange. Das war aber dieses Konzept am Anfang. Und dann haben halt wirklich die Leute immer unter der Straße halt einfach wirklich gedacht, ey Digga, das geht nicht. Es gab zum Beispiel teilweise Stories, wo Leute auf der Straße richtig angegriffen wurden, weil die zum Beispiel Vergewaltigungsstories hatten oder sonst was. Die konnten nicht mehr richtig rausgehen, weil die Leute dachten, das ist real. Auf jeden Fall war das so auch am Anfang dieses Konzept. Und da haben wir am Anfang halt einfach wirklich irgendwie unsere eigenen, uns selbst gespielt so. Aber über all die Jahre hat sich das Konzept auch oft geändert. RTL 2 hat dann auch oft mal irgendwie die Konzepte geändert und was anderes gemacht. Dann haben wir nachher mit mehr Qualität gearbeitet. Das heißt, wir hatten dann wirklich eine szenische Auflösung, so wie man es im Schauspiel macht. Und da muss man sich die Sachen auch merken an die Punkte, wo man steht und immer wiederholend machen. Das 3 bis 4 Mal, sich den ganzen Text merken und sowas. Also wir haben unterschiedliche Sachen über all die Jahre schon gespielt. Und deswegen sind wir auch Schauspieler. Ja, so dieses Wort Laiendarsteller heißt im Endeffekt nichts weiter. Du bist ein Laie, kommst am Anfang rein und arbeitest irgendwie halt kurz so als Komparserie oder sonst was. So, solange du halt einfach nach Drehbuch arbeitest, solange du das täglich machst, so auch also richtig ausübst diese Sache, ob es TV-Show ist oder Film ist, dann bist du halt einfach auch ein Schauspieler. Ihr seid ja auch die Zuschauer, wir sind die Schauspieler. Ich weiß auch nicht, warum es in Deutschland immer so ein Hackmeck gibt. In anderen Ländern heißt es einfach Actor, Actress, fertig. So, nicht Laiendarsteller oder sonst was. Das ist ja nämlich immer das Ding. Du wirst von der Schule an in so eine Richtung gedrückt. Entweder du bist zu dumm oder sonst was, was sie dir erzählen, dann gehst du zur Hauptschule oder dann kannst du halt kein Abi machen, weil du bist nur Realschule oder sonst was. Du wirst immer wieder in Deutschland in Schubladen gesteckt. Immer wieder wird dir erzählt, dass du halt einfach nichts kannst und alles drum und dran. Und dann wird immer nur erzählt, du bist so, du bist so, du bist so. Oder du brauchst ein Diplom, du brauchst das und das und das und das zu machen. Du musst die Schauspielschule besucht haben, um das und das und das zu machen. Es gibt Menschen, die haben die Schauspielschule besucht, die schaffen es aber nicht, die Menschen zu erreichen. Sylvester Stallone und all die großen Leute, es gibt viele in Hollywood, die haben keine Schauspielausbildung, auch bei GZSZ und allem drum und dran. Die sind einfach reingekommen und was ist? Es geht darum, die Menschen zu erreichen. Entweder du hast dann so einen gewissen Flair oder so einen gewissen Sense, um Menschen zu erreichen und dann einfach auch Sachen rüberzubringen oder nicht. Du kannst das Handwerk so lange lernen, wie du möchtest, wenn du aber dann hast du vielleicht das Handwerk verstanden, aber es gibt immer noch die Emotions und das Innerliche und wie du es rüberbringst mit Gestik, Mimik und allem drum und dran. Und so viele Leute in dieser Branche wollen einfach, glaube ich, nur so ein bisschen Fame nur noch und gucken auf die ganzen Instagram-Follower und wie gut das und das und das ist. Aber ich habe so viele Sachen schon gesehen in Deutschland, da muss ich sagen, da spielen die Leute einfach nicht richtig mit Emotionen. Es ist dann einfach steif und es ist nicht dieses mit dem Herz. Ja?
So, ich würde einfach mal sagen, dass ich mich selbst als Schauspieler auch sehe und ich ja natürlich auch dafür halt Unterricht genommen habe in all den Jahren. Was haben auch andere gemacht? So, wenn andere reinkommen und dann neu reinkommen, ist es klar, dass sie einen Unterschied sehen werden, wenn einer über 4 Jahre schon spielt und wenn einer neu spielt. Dass sie einfach noch nicht wirklich da dieses Handwerk haben, ist ja klar. Wenn die aber Interesse haben und lernen möchten, kannst du auch Schauspielunterricht in deiner Freizeit nehmen und kannst dieses halt einfach verbessern sozusagen. Ne? Aber viele, wie gesagt, kommen auch einfach rein in diese Serie, um einfach nur ein bisschen Hype zu bekommen, ein bisschen Fame zu bekommen, aber wollen nicht hier mit hart arbeiten. Und da werde ich später noch dran anknüpfen, weil es auch ein Grund ist, was mich halt einfach oft auch aufgeregt hat. Ne? Und wir haben immer dieses Konzept, dass wir real spielen, damit diese Geschichten so real wie möglich rüberkommen. Deswegen ist es halt ein Unterschied zu den anderen Serien, GZSZ, alles was zählt, unter uns. Es ist halt einfach alles so ein bisschen, wir sind auch nicht geschminkt, wir gehen auch in keine Maske. Es ist alles ein bisschen auf realer gelegt und wir improvisieren mehr. Und das ist natürlich so, dass dann Schauspieler zum Beispiel mit diesen improvisierenden Schauspielern nicht klarkommen. Also es gibt unterschiedliche Richtungen und auch unterschiedliche Sachen im Schauspiel. Und ich wollte es einfach mal geklärt haben. Im Endeffekt, dass halt einfach diese Sendung über all die Jahre mir die Chance gegeben hat und auch Filmpool und auch RTL 2, dass ich dieses Handwerk mehr verstehen kann, dass ich vor der Kamera Emotionen präsentieren darf, den Menschen halt einfach da draußen wirklich auch was mitgeben kann über wirklich so emotionale Geschichten, ob es jetzt mit Zoe war oder andere Sachen halt, diese so Freundin, die in meinen Arm stirbt. So, ich habe echt nicht gewusst, wie spiele ich das, wenn jetzt gleich meine Freundin in meinen Arm stirbt. Diese Situation habe ich selbst noch nicht erlebt und möchte ich auch nicht erleben. Und wie spielst du das? Was machst du dann? Wie ist das für dich dann? Wow, es ist so eine Herausforderung. Und ich bin dankbar, wie gesagt, bei Köln all die Zeit miterlebt haben zu dürfen und im Endeffekt so viele Sachen halt einfach auch spielen dürfen. Das ist halt einfach erstmal diese eine Stage, damit ihr erstmal versteht, okay, alles klar. Ich mir ein bisschen erkläre, dass ich dieses Projekt sehr, sehr, sehr liebe. Und jetzt nach meinem Ausstieg ist es so, für mich war Köln 5067 schon immer einfach so das Beste. Du kannst jeden Tag in eine Rolle schlüpfen. Von Montag bis Freitag hast du einen Job. Du darfst Zuschauer da draußen erreichen, tagtäglich mit Geschichten spielen, in Rollen schlüpfen. Und das durfte ich jetzt über 9 Jahre machen. Und dafür bin ich so unendlich dankbar, wirklich. Weil du kannst natürlich auch draußen diese Reality-Schiene fahren. Von einer Reality-Show in die andere Reality-Show. Von da nach hüpfen, nach da oder da und das. Die Leute, wenn die am Anfang Fame bekommen, wissen dann nicht, okay, wie ist es dann wahrscheinlich wie bei mir damals nach X-Divies, was mache ich jetzt als nächstes? Und Menschen suchen so viel nach Aufmerksamkeit, so viel nach Attention und wollen halt einfach irgendwie immer was darstellen oder müssen halt laut schreien oder Beziehungen führen oder irgendwie für Skandale sorgen in der Presse und sich an alles klammern, Hauptsache Aufmerksamkeit. Aber nach all den Jahren muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten Jahre war das ganz cool, dass man halt einfach so bekannt war in Deutschland und dass man einfach einmal auf der Straße erkannt wurde und allen drum und dran. Aber ich muss ehrlich sagen, nach all den Jahren ist es nicht mehr das, dass ich halt wirklich denke so, boah, wie geil, Alter, mich erkennen die Leute, boah, geil, Alter. Ich krieg voll das Feedback auf Social Media und überall, ich werde voll gefeiert, ich bin voll der Krasseste. Nein, darum geht's mir nicht mehr. Und das musste ich aber auch lange erst selbst verstehen. Es geht nicht mehr darum. Es gab eine Zeit lang, da habe ich wirklich auf Instagram auf jeden Like geachtet und dachte so, hoffentlich kriege ich dieses Bild 10.000 und das und das und dann das und das und das. Weil du denkst nachher, wenn du weniger Likes bekommst, dann bist du halt weniger wert. Ja, du denkst, okay, die Leute interessieren sich nicht mehr für dich. Du denkst so, wow, die Leute agieren nicht mehr so krass. Weniger Likes, weniger das, weniger Aufmerksamkeit. Und dann, wenn du nicht dann wirklich settled bist, richtige Freunde hast, klarkommst, im Kopf dir wirklich eingestehst, dass das nicht für dauerhaft ist, dass du konstant einfach wirklich der krasseste Typ wärst auf Erden. Ein Superstar, very important. Nein, das ist alles immer nur eine kurze Zeit. Menschen neigen oft dazu, dann arrogant zu werden und ihr Umfeld richtig scheiße zu behandeln, ja? So wie den letzten Müll im Endeffekt, so, weil sie denken, sie sind very important persons auf einem roten Teppich oder sonst was. Aber das ist nur dieser eine Moment, was ist denn danach? Denkt ihr, die Menschen vergessen das, wie du mit einem umspringst, wenn du einen Fahrer irgendwie dumm machst oder sonst was oder wenn du mit denen respektlos redest? Ja, das ist immer ein Respekt und du darfst dankbar dafür sein, dass sich TV-Sender oder andere Produktionen für dich interessieren oder dass du dir gerade dieses Privileg hast, auch in der Öffentlichkeit zu stehen oder über Instagram Geld zu verdienen. Ich bin dankbar, dass ich über Instagram Geld verdienen darf, weil dadurch durfte ich schon 4 Reisen. Mir geht es wirklich nicht ums Materielle. Ich trage gerne auch originale Markenklamotten oder was auch immer und auch gerne alles schön und gut für Style. Ich mag auch Mode. Aber ich fahre in Köln zum Beispiel kein Auto, ich fahre Fahrrad und wir wurden auch immer zur Arbeit abgeholt mit einem Taxi jeden Tag. Ich brauchte auch kein Auto und das ist auch viel Stress und sowas. Aber wenn ich dann in Urlaub gegangen bin, habe ich mir natürlich auch viel gegönnt. Teilweise habe ich gedacht, so krass, was hast du jetzt alles in diesem Urlaub bezahlt und sowas. Aber es ist halt einfach, dafür bin ich dankbar, dass ich halt einfach wirklich
mir so viele Sachen auch leisten durfte, wenn ich in Urlaub fahren durfte bis jetzt. Und das hat mir persönlich so viel gebracht, damals sich in das Flugzeug zu setzen, 12 Stunden nach L.A. zu fliegen das erste Mal, so einen langen Flug zu machen, weil ich sonst immer nur kurze Flüge hatte und ich Angst hatte. Und dann auf einmal war ich da. Das hat mir viel gegeben und ich durfte viel lernen und daran wächst man auch einfach. Deswegen kann ich es wirklich nur jedem ans Herz legen, auch einfach zu reisen. Ich bin gerade wie in so einem Tunnel. Ich rede einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich euch alles so kurz verpacken soll. Aber wie soll ich denn 9 Jahre kurz verpacken? Ich kann einfach wirklich nur kurz sagen, dass ich dankbar bin, das machen zu dürfen. Dass ich dankbar bin, das gemacht haben zu dürfen, auch bei Köln. Aber dass es für mich jetzt nach Köln nicht so ist, dass ich jetzt unbedingt krass diese Aufmerksamkeit irgendwie jetzt suche und denke, oh! Und diese Aufmerksamkeit so, bitte. Du musst verstehen, alles ist immer nur für eine kurze Zeit und für eine längere Zeit enjoy, genieße es, sei dankbar dafür, schätze es. Aber du kannst nicht erwarten, dass du halt einfach ein super krasser Superstar bist, nur weil du mal bei 1, 2 Projekten mitgemacht hast. Und die Leute da draußen denken, wenn die bei irgendwelchen TV-Formaten mitgemacht haben, danach, wenn die Leute einen erkennen, sind die übelst krass. Und danach, wenn die halt einfach nicht mehr erkannt werden, kriegen die Depression und checken so, krass, was ist jetzt los, warum ist die Aufmerksamkeit nicht mehr da? Und das macht was bei denen und das ist auch bei diesen großen Hollywood-Stars sowas, weil die natürlich auch dann alles mit Drogen oder sonst was kompensieren. Das hat auch was damit zu tun, dass ich über 6 Jahre keinen Alkohol trinke, nicht rauche und keine Drogen nehme. Naja, das war jetzt auf jeden Fall so einfach mal so ein bisschen vom Herzen gesprochen. Und im Endeffekt musste ich das jetzt ein bisschen so erklären, damit ihr auch versteht, dass ich halt irgendwann nach all den Jahren, wenn immer neue Leute gekommen sind und die Leute halt einfach auch oft Enttäuschungen hatte ich mit Leuten, weil sie halt einfach in dieser Medienbranche nicht echt so einen sind, weil sie nicht wirklich eine Freundin sind, weil sie manchmal wirklich nur dann denken, ah, das ist Danny, der ist schon länger dabei, cool und so, aber interessieren sich wirklich für Danny? Und das musste man oft verstehen und sowas. Und untereinander intern ist halt einfach, wie gesagt, ich kann nicht alles sagen, ich möchte auch keine Namen nennen oder sonst was, weil Menschen dann halt einfach in Deutschland schnell mal eine Anzeige raushauen, so. Anzeige, yo, du kannst halt einfach Anzeige gegen Unbekannt machen, da kannst du sofort raushauen, kannst du gerne sofort machen. Die Menschen wollen am liebsten einfach immer nur super dastehen, wenn du dann über die redest, so, das geht nicht, das darf er nicht sagen, am besten so hier, Unterlassungsklage, darfst nicht mehr reden, ja. Also da muss man einfach aufpassen. Deswegen, ich hatte wirklich auch teilweise hier auf Bali so innerlich so eine, oft so eine Wut oder dachte so, ich packe jetzt alles aus, so und so sieht's aus. Aber für was? Die Menschen müssen selbst, sind selbst für ihr Leben verantwortlich. Nur weil andere Menschen vielleicht mich mal verletzt haben oder andersrum oder irgendwie halt einfach dann gelästert haben oder schlecht geredet haben oder sonst was, das ist doch dann deren Sache. Warum soll ich jetzt mit dem Finger auf die zeigen und sagen, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Ich habe auch viel falsch gemacht in meinem Leben und ich habe aus diesen Fehlern hoffentlich auch bis jetzt gelernt und es ist immer noch ein weiterer Prozess und deswegen dieser Prozess Danny, den konnte ich immer nur oftmals in ein paar Sequenzen über all die Jahre so, wenn ich mal in Urlaub gefahren bin oder sonst was so. Ich sage euch ganz ehrlich, wir hatten immer so mal 2 Wochen Urlaub und dann bin ich immer sofort gereist. Aber nach 2 oder 3 Wochen kommst du erstmal in Urlaub an. Was denkt ihr, wie ich mich jetzt fühle nach 1 Monat Bali? Es ist so, wie diese Entspanntheit reingekommen ist und was das mir gegeben hat. Und ich bin so dankbar und deswegen, ich hoffe so sehr, dass ihr auch mal einen Monat hier nach Bali kommen könnt oder woanders sein könnt, an schönen Orten. Und ich konnte mich halt einfach nicht mehr so oft, privat war ich dann auf jeden Fall oft mal so emotionslos, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Oder ich habe mich noch um andere Sachen gekümmert, 24-7-Job mit Instagram oder allgemein mit Social Media, dass man auch da noch aktiv ist. Dann bin ich auch meistens dann wirklich nur noch nach Hause gegangen, habe gegessen und hab ab und zu mal ein Tinder-Date gehabt oder sonst was oder mal mit Frauen geschlafen. Deswegen habe ich bis jetzt auch keine Beziehung geführt so richtig, weil ich im Endeffekt halt einfach, wie gesagt, immer nur ab und zu den Frauen noch gesagt habe, ey, so sieht's aus, komm vorbei, ich brauche wirklich nur easy ein bisschen Sex, einfach ein bisschen Spaß und alles ist schön und gut so. Ich brauche einfach ein bisschen Spaß auf locker und nicht mehr so, weil das mir zu anstrengend war, sich noch um andere Menschen zu kümmern. Ich habe mich ja fast 24-7 auf diesen Job, ich habe mich ja fast 24-7 einfach nur auf Köln 50-7 konzentriert und auf die Sachen danach. Ich habe für dieses Projekt gelebt, ich habe mein Herz so viel halt einfach da reingegeben, dass ich wirklich dafür gelebt habe, dass halt privat halt einfach ich so viel halt auch schleifen lassen habe oder ich teilweise halt einfach WhatsApp-Verläufe von mehreren Jahren oder sowas noch gar nicht beantwortet habe oder irgendwelche Nachrichten, weil halt einfach so viele oft reingekommen sind und ich das oftmals gar nicht so wirklich dann kompensieren konnte, weil ich auch oft einfach meine Ruhe mal haben wollte. Und dann haben die Leute halt einfach auch gemerkt, manchmal privat ist Danny ja voll der Ruhige oder das und das. Ja, weil ich dann nach der Arbeit, wenn du die Rolle immer Kevin spielst, yo, das und was geht, yo, immer mit Energy. Am Ende des Tages, wo bleibt die Energy für einen selbst? Und das musste man auch über die Jahre lernen, halt einfach das zu kompensieren. Und deswegen ist es auch gut gewesen. Oftmals hat man sich am Anfang dann auch immer noch mit Arbeitskollegen getroffen, als Freund. Und dann hat man trotzdem über die Arbeit geredet. Und dann hat man irgendwie gefühlt,
nur noch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Dann kam der Artikel, dann kam das, dann kam das, dann kommt das wieder, dann da wieder ein Thema, dann hat der das gemacht, das, 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 das. Dann hat sich nur noch alles darum gedreht. Every day. Ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich habe dafür gelebt, ist auch alles schön und gut. Aber was passiert mit einem selbst? Wo ist man selbst denn? Wo ist die Energie für einen selbst, wenn man sich die ganze Zeit runterrockt oder wirklich schon mit schlechten Dingen beschäftigt oder sich jeden Tag abfuckt, weil das auf Arbeit nicht stimmt, weil das nicht stimmt oder weil der nicht funktioniert oder weil das nicht ist und das und das und das oder du eine Szene wieder neu spielen musst, weil einer auf einmal das macht oder da was nicht passt und das und das und das. So viele Sachen halt einfach, so viele Sachen drumherum. Und dann habe ich halt einfach oft immer Sport gemacht, Basketball, andere Sachen, um das zu kompensieren, Freunde getroffen, die nichts mit der Medienbranche zu tun hatten. Und das hat einen einfach dann gut getan. So. Und man lernt über all die Jahre damit umzugehen. Aber ich merke dann halt einfach, dass ich oft so gestresst bin, dass ich halt einfach wirklich keinen Space mehr habe, dass ich sofort hochschieße und ich denke, was? Ich kann auch diese Smalltalks nicht. Ja, und die Leute draußen einen anreden und so in der Disco. Dann, yo, was geht denn? Und das ist voll geil. Und yo, wie ist es denn mit den Mädels und so, wenn man in der Öffentlichkeit steht? Ich kann darüber nicht reden, Digga. Ich kann darüber nicht reden, Digga. Ich kann diese Smalltalks nicht. Die stressen mich so much. Ich war innerlich so oft gestresst. Nur nach Hause, fuck mich nicht ab. Fuck mich nicht ab, Digga. Es hat mich nachher dieses privat gesehen, dieses alles drumherum, was in diesem Cast auch über all die Jahre passiert ist und wie die Leute teilweise halt einfach auch manchmal gehandelt haben oder wie die sind und was da drumherum passiert und was für wichtige Themen sind. Dass der eine sagt, oh, was macht der und der? Ist das richtig? Wir konzentrieren uns auf den und den. Wir lästern wieder über den und den, 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 den. Konzentrier dich auf dich, Digga. Konzentrier dich auf dich. Was geht dich das Privatleben von anderen an oder wie die sind? Warum sind oft Leute reingekommen bei uns im Cast und haben sich beschwert, dass sie gar nicht richtig aufgenommen wurden? Weil ja alle verbittert waren irgendwann. Ich war auch damals verbittert. Und wenn neue gekommen sind, habe ich direkt erstmal so, ey, beweis dich erstmal, ja? Nicht, dass ich dich schlecht behandle, aber beweis dich erstmal. Und ich komme wieder rein, wie es andere gemacht haben, ein bisschen Fame, dann gehen und tralala. Das Projekt nicht ernst nehmen, auf den Kopf rumtanzen und all die ganzen Sachen. Ich habe wirklich so viel Herz reingegeben, diese Sache. Dass ich halt einfach das nicht mehr akzeptiert habe, dass Leute einfach im Endeffekt wirklich nur an sich gedacht haben, für das Projekt vor der Kamera, so standen, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Nein, Digga. Sei dankbar dafür. In Amerika suchen so viele Leute einen Job als Schauspieler. Sei dankbar dafür, dass du diesen Job hast, dass du ihn ausüben kannst, dass du das machen kannst, dass du Leute vor dem Fernseher erreichen kannst, dass du hier jeden Monat dein Geld bekommst und dass du noch in der Öffentlichkeit stehst und dass du noch nebenbei Social Media machen kannst, wo du auch noch was verdienen kannst. Über was beschwert man sich? Luxusprobleme. Luxusprobleme, wirklich. Uns geht es allen eigentlich gut. Und dann wurde sich halt einfach oft nur noch beschwert. Das steigt einem zu Kopf, das macht mit mir das. Deswegen muss ich runterfahren, weil so viel ist. Ich zeige jetzt zwar mit den Fingern auf vieles und ich gehe auch nicht genau ins Detail ein. Ich war auch nicht immer besser, aber mich hat das nachher so genervt. Weil ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich bin ein Mensch, der gut unterwegs sein möchte, arbeiten, Spaß haben. Und ich bin nachher habe ich mich abgefärbt auf die Leute, die halt jeden Tag am Meckern waren. Und das ist nicht cool, das ist nicht cool, das ist nicht cool. Irgendwann färbt es ab und dann gehst du mit so einer Fresse zur Arbeit. Wenn ich einer voll arbeite, ja, was willst du? Weil du nachher denkst so, okay, der geht nachher wieder ins Büro, der macht das, der redet schlecht über dich, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, lästern. Und dir ins Gesicht grinsen. Aber hintenrum, was für ein Otto. Ja, mit so einem Mut gehst du danach rein. Das war halt nicht geil. Und das sind die Dinge, die einen abgefuckt haben. Weil wir können echt dankbar sein für diesen Job. Oder ich darf sehr dankbar sein für diesen Job, den ich über 9 Jahre machen durfte. Weil wer darf das schon machen und wer kann schon so eine Erfahrung machen? Und ich denke, dass das viele Soaps so haben, wie ich das gerade erkläre, hinter den Kulissen. Dass es da auch oftmals auch abgeht. Und das und das und das und das. Und dass man sich untereinander nicht gönnt. Warum kann der jetzt zu dieser Veranstaltung und das und das und das? Deswegen muss ich aufpassen, was ich sage. Aber es ist meine Emotion, das ist meine Wahrheit. Ich kann mich hier nicht hinstellen und meinen Maul halten oder irgendwelche Sachen erzählen. Ja, so sieht's aus. Ich stelle mich hier hin und erkläre das. Es ist wie in einer Familie eigentlich. Ups and downs. Aber am Ende des Tages sollte man zusammenhalten. Und dann habe ich das halt über Jahre probiert immer noch. Den Cast zusammenhalten. Red doch mit denen. Die Neuen empfangen. Ich habe so viel versucht über all die Jahre. So. Und dann kam der Tag, als ich in Tokio war. Ich war alleine. Ich habe auch übrigens noch ein Video, weil ich damals einen Vlog gedreht habe in Tokio und ich wollte mich umziehen. Und dann habe ich meine Kamera aufgestellt und diese Kamera lief durch. Als ich die Nachricht bekommen habe von Christoph damals, dass Ingo tot ist, habe ich es erstmal nicht glauben können. Und all das, was da passiert ist,
wurde aufgezeichnet. Aber ich habe mir das bis heute nicht angeguckt oder sonst was. Ich weiß nicht warum, aber es war halt einfach, weil es halt einfach auch kein schöner Moment war. Ich habe mit so vielen Leuten FaceTime gemacht und alles drum und dran. Wo ich die Nachricht erfahren habe, dass Ingo und Susi tot waren, war ich in Tokio. Ich war für mich alleine und es war wichtig gewesen, dass ich in Tokio war, auch mit Abstand. Aber ich konnte es nicht begreifen. Wisst ihr, ich habe Ingo mit dieser Fresse, die ich euch erklärt habe gerade, dieses Abgefuckte, bin ich in den Sommerurlaub gegangen. Ich war abgefuckt. Hey, haut rein. Tschüss, 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 Ingo, haut rein. Tschüss, tschüss, tschüssi. Yo, peace. Einfach so auf Läppsch habe ich ihm Tschüss gesagt. Und dann, jo, hab schönen Urlaub. Mich für gar nichts interessiert drumherum. Wollte für mich sein. Und da habe ich begriffen, wie wichtig es ist, wenn man streitet oder wenn irgendwas ist und die eine Person eigentlich wichtig ist, dass du dich immer verabschiedest im Guten. Und dass du merkst, dass halt im Endeffekt den Streit oder sonst was, was man hat, oft nebensächlich ist, man alles klären kann. Weil ich kann heute nicht mehr irgendwo sagen, wie gern ich ihn habe oder was ich ihm noch alles sagen wollte eigentlich. Die Person ist nicht mehr da. Und dann hat man die Bilder gesehen, wie seine Seite komplett vom Auto unter diesem Lastzug war. Und ich mich bis heute frage, wie das passieren konnte. Und ich mir oft vorgestellt habe, was waren seine letzten Sekunden, Mann? Und ich habe so viele Sachen gedacht. Und dann gingen wir auf Arbeit und dann gab es dieses Treffen, wo wir alle so geredet haben, alle waren emotional und ich habe dann damals im Loft noch was aufgestellt, das steht da bis heute, hoffe ich. Was es genau ist, sage ich nicht, aber einfach für die Energie für Ingo. Und ja, wo er weg war, fühlt es sich genauso an, wie ich jetzt rede. Wer ist denn nach Ingo noch auf jeden Fall seit Anfang an dabei gewesen? Es war ich, Christoph. Andere sind oft gegangen, aber von Anfang an straight, ich, Christoph, David. Und dann dachte ich so, dieser Mann, was er alles gemacht hat, wie sollst du diese Fußstapfen treten? Wie sollst du das packen? Über 2 Jahre lang habe ich es versucht zu packen. Über 2 Jahre lang habe ich versucht, diesen Schmerz zu verarbeiten. Ich habe oft geweint, ich habe oft das auch rangelassen, dass Ingo nicht mehr da ist. Er war unser Big Daddy. Er war das Aushängeschild. Er war Köln 50-7. Er hat mich auch immer sei ruhig, Kleiner. So und so und so. Ich habe ihn oft, hat er Situationen, die für mich zu strange waren, durch sein Alter und durch seine Erfahrung gesagt, chill mal. So sieht's aus. Oder hat dann immer geholfen oder ein offenes Ohr gehabt und war für ihn da. Er hat auch seine Macken. Ja, na und? Na und hat er seine Macken gehabt? Wenn ihr die Dokumentation gesehen habt von Ingo, wisst ihr auch, dass er halt einfach unterwegs war und sein Ding gemacht hat. Aber er hatte immer sein Herz am rechten Fleck und er hat immer für das Projekt alles gegeben. Und es hat uns, ich möchte nicht für jeden sprechen, aber es hat einigen von uns richtig, richtig, richtig wehgetan. Und dann standen wir erstmal alleine da und mussten diese Szene drehen, dass er nicht mehr da ist. Und seit Ingo weg ist und nicht mehr da ist, ist Köln 50-7 auch nicht mehr das, was mal war, richtig. Weil dieser massive Mann, dieser Big Daddy einfach für diese Serie fehlt. Und Christoph und ich absolut nicht in der Lage waren, bis jetzt das aufrechtzuerhalten. Weil drumherum so viel passiert ist, wo wir uns denken, so, wir haben keine Energy mehr dafür. Ich darf nicht darüber reden, weil es intern ist. Aber ich sage euch, dass einige Sachen wirklich nicht so richtig gut gelaufen sind, dass ich jetzt an diesem Punkt stehe, wo ich stehe. Für mich, dass ich nicht mehr bei diesem Projekt bin. Ich hatte keine Energie mehr. Ich konnte das nicht mehr aufrechterhalten. Ingo hat an jeder Ecke gefehlt und wie sollte ich nach all den Jahren oder das alles noch so tragen, diese Last, Abgänge, Leute sind gegangen, dann neue, nicht mehr das Köln-Feeling, viele Änderungen, viel Stress, intern das so und so und so. Das hat uns alle sehr mitgenommen und ich persönlich kann nur von mir sprechen, vermisse ihn sehr und ich weiß nicht, wie es jetzt gelaufen wäre, wenn er noch da wäre, aber er hat eine riesengroße Lücke hinterlassen. Und ich bin all den Zuschauern von Köln 50-7 über all die Jahre so dankbar, dass ich so lange supportet wurde von euch, dass ihr mir so ein Feedback gegeben habt, vor allem auch jetzt bei diesem Abschied. Ich wollte mal Danke sagen an dieser Stelle, was ihr für ein Feedback gegeben habt. Das kann ich nicht in Worte fassen. Ich war teilweise sprachlos hier auf Bali. Das hat mich
irritiert, so, weil ich wollte eigentlich ein Statement machen und es erzählen war, warum ich raus bin. Aber ihr habt mir die Chance gegeben, über all die Jahre das zu machen zu dürfen, was ich mache. Und das ist, die Liebe ist halt einfach Entertainment und Schauspiel. Und ich durfte euch jahrelang unterhalten und wir haben zusammen gewisse Geschichten erlebt und allem drum und dran. Und das durfte ich halt einfach. Ihr habt mir die Chance gegeben, ihr habt mich supportet und ihr habt die Rolle gemocht. Und über all die Jahre, muss ich ja sagen, warum ich jetzt auch weine und emotional werde, ist das tatsächlich halt einfach, dass ich halt wirklich jetzt, wo ich gegangen bin, es mir am meisten leid tut für die Menschen, die halt einfach noch geguckt haben nach Ingo, vielleicht für die Rolle Kevin, für die Rolle Jan und ich jetzt auch nicht mehr da bin. Und das tut mir sehr leid, weil ihr habt eventuell die Sendung halt einfach wegen diesen zwei Charakteren oder diesen drei Charakteren oder wegen auch anderen, die halt nicht mehr da sind, aber ich rede von denen, die da waren, noch geguckt. Und über Jahre habe ich gedacht, so, nein, ich kann nicht gehen, ich kann nicht gehen. Ich kann nicht das Projekt in Stich lassen, ich kann nicht die Leute in Stich lassen. Mit meiner Power, mit deiner Energy, nein, ich kann es nicht tun. Ich kann nicht die Leute jetzt einfach da stehen lassen. Vielleicht sehen einige Menschen mich auch so als Motivation. Und dass ich da bin, gibt ihnen ein gutes Gefühl, so wie es Ingo gemacht hat für mich. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn dann eine Person weg ist. Wenn dann auf einmal so ein großer Charakter wie Ingo weg ist. Und vielleicht habe ich dann auch einen oder andere so gesehen. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht gehen. Ich werde hier gebraucht. Ich werde auch für die Zuschauer gebraucht. Aber es war alles sehr traurig die letzten über zwei Jahre. Fast drei Jahre jetzt im August mit Ingos Tod dann. Es war alles so wie in so einem Film. Dann kam Corona noch und dann bam! Nächstes bam in die Fresse. Das noch. Das. Ich habe alles in mich reingestopft, bin dicker geworden über die Jahre. Lockdown, dies, das. Dann noch den Tod, alles drum und dran, nicht reisen können. Das, was ich am meisten immer brauchte, zum Klarkommen, für mich sein, für Danny, zwei Wochen Urlaub. Dafür habe ich gearbeitet, die ganze Zeit, und arbeite ich immer noch. Und das war alles nicht mehr da in diesem Moment. Der Lockdown hat seine guten Seiten gehabt für die einen oder anderen, oder die Pandemie, und für die anderen eher nicht so. Und wir konnten weiter arbeiten und monatlich Geld verdienen und hat eine Daseinsberechtigung und konnten halt weiter arbeiten. Dafür war ich auch sehr dankbar in dieser Zeit, aber es hat sich so viel geändert in den letzten Jahren bei Köln 5067. Viele sind verbitterter geworden, viele Sachen sind nicht richtig gut gelaufen. Ich habe dann so nach Liebe gesucht. Ich hatte wirklich so ein Motto über all die Jahre, don't fuck the company. Schlaf einfach mit keinem oder hab mit keinem irgendwie ein engeres Verhältnis von der Arbeit. Über Jahre habe ich das super gehalten. Und dann habe ich halt, bin ich angebändelt mit gewissen Frauen am Set. Bin mit den Sachen eingegangen. Wollte auch mehr. Aber ich habe dann halt einfach dann mein Motto nicht mehr beigepflichtet und hatte dann intern mit Frauen was am Set. Und das hat natürlich dann am Ende des Tages viel Ärger gegeben. Und Stress. Ich habe nur nach Liebe gesucht. Irgendwie eine Frau im Arm und all das zu verarbeiten können mit Ingo. Und ich dachte bei der einen oder anderen, das könnte es sein. Aber naja, dann kam die Sache mit Promi Big Brother und ja, ich bin dankbar, das gemacht haben zu dürfen, Promi Big Brother. Das hat mir auch viel gegeben, das wollte ich schon immer machen. Das war für mich einfach so ein Ding. Ich habe damals immer als junger Bursche, wollte ich schon sagen, Big Brother geguckt und wollte unbedingt mal dabei sein. Dann hatte ich die Chance und dann bin ich bis ins Finale gekommen. Und dann kamen ein paar unschöne Sachen dazu, die ihr vielleicht auch mitbekommen habt. Ihr vielleicht wisst auch, über was ich rede. Aber dazu werde ich bis jetzt auch weiter nichts sagen. Erstmal, weil ich da im Respekt bin. Manche Sachen sollte man einfach auch im Respekt bewahren. Und deswegen möchte ich da auch noch nicht öffentlich drüber reden. Aber nach dieser Zeit vom Promi Big Brother, wo ich zurückkam, gab es dann auch noch mal eine andere Sache. Auch noch mal mit einer anderen Frau. Und das war auch alles sehr emotional. Und das hat mir sehr viel Energie gekostet. Auch diese ganze Sache nach Ingos Tod. Dann das mit der Sache mit diesen dann auf einmal Anbändeln mit Frauen im intern im Cast. Dann im Intern hat es immer mehr Stress gegeben. Es hat alles ein bisschen Überhand genommen. Vielleicht hat der eine oder andere als Zuschauer auch gemerkt, dass oftmals gar nicht mehr so dieses Liebe, dieses Familie, dieses Schöne bei Köln so rüberkam. Das war eigentlich der Ursprung. Weil halt einfach, glaube ich, nach Ingos Tod viele das auch nicht so richtig eingestanden haben, dass dieser Impact, dass er gegangen ist, vielleicht doch größer war, als man dachte.
wir waren alle so am Anfang sehr paralysiert wegen dieser Sache und es hat viel mit uns gemacht. Aber das Leben geht letztendlich weiter und auf jeden Fall nach Promi Big Brother wusste ich nicht mehr genau, was möchte ich jetzt wirklich? Möchte ich jetzt nochmal versuchen, Gas zu geben bei Köln 50667? Oder möchte ich jetzt einfach mal mich um Danny kümmern, mal wirklich Sachen verarbeiten, mal wirklich hier an so einem Place zu sein, für einen Monat oder länger, mal was für mich machen, mal Abstand von den ganzen Gossip, von allem drum und dran mit Köln 50667 und all den ganzen Sachen. Mal nicht dran denken, nicht jeden Tag in eine Rolle schlüpfen, nach Hause kommen, energielos, teilweise einpennen, weil man über 10 Stunden gearbeitet hat, keine Energie mehr für Sport, keine Energie mehr für gar nichts. Weil man halt einfach wie die Rolle dann lebt und vieles Projekt lebt. Das habe ich über Jahre getan. Das war alles strange und ich habe es auch noch nicht richtig verarbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin auf dem Weg, mich selbst besser kennenzulernen, mich selbst besser zu reflektieren, hoffentlich, und mich auch ein bisschen mehr um mich selbst kümmern. Naja, und all die Sachen haben dann dazu geführt, dass mein Mut auf Arbeit oft respektlos war, ich die Drehbücher kaum noch richtig gelesen habe. Ich so, ach, so und so und so. Ich habe trotzdem vor der Kamera immer für euch, die Zuschauer, Energy gegeben. Aber hinter dem Set war ich teilweise nur am Rumalbern, gar nichts mehr richtig ernst nehmen. Dies, das, kein Drehbuch mehr, dies und bla, und hier und da und tralala und so und rumwursteln. Und ah, ich habe ja eh keinen Bock mehr und ach komm ey, ah, schon wieder arbeiten, ah, nur meckern auf einmal dann. Dann habe ich gemerkt, Digga, warum meckerst du die ganze Zeit, warum machst du das? Und dann sind noch ein, zwei andere Sachen dazugekommen und dann auch intern und alles rum und dran, wie gesagt, im Respekt. Ich möchte nicht über alles reden, das wäre auch nicht fair. Und dann habe ich halt irgendwann im Büro gesessen und Fimpo war auch der Meinung, dass ich vielleicht auch einfach mal für mich sein sollte, mal an mir arbeiten sollte nach all den Jahren. Ich war ja ständig da und die auch gemerkt haben, dass der Mut auch gar nicht mehr so ist, dass ich mit den Herzen allen drum und dran. Und dann hatten wir ein Gespräch und dann habe ich mir gedacht so, vielleicht ist es jetzt auch mal gut, dass Fimpo mir das so gesagt hat. Weil ich selbst vielleicht halt einfach immer weitergemacht, aber dann hätte ich mich vielleicht auch kaputt gemacht. Und dann habe ich das so akzeptiert und habe ich das so gecheckt, dann waren wir uns beide so einig, ja, ich sollte mich jetzt mal ein bisschen mehr um Danny kümmern. Weil ich habe all die Jahre halt einfach so viel mich reingefressen und das in der Rolle kompensiert und als Kevin wirklich viel geactet und gearbeitet an dieser Rolle. Aber ich möchte da rausgehen, auch mal für mich sein und auch mal noch ein bisschen die Welt erleben. Das klingt alles so einfach. Wir alle haben Jobs zu Hause, wir alle machen auch einen Job und alles drum und dran. Und dann sagt man so easy, ja, die Welt sehen das und das. Aber wenn man halt einfach Schauspieler ist über all die Jahre und immer selbst und immer wieder in Rollen reinschifft und das, braucht man auch wie jetzt gerade mal so einen Monat oder so ein bisschen Selbstreflexion. Das klingt auch ein bisschen komisch. Wir hatten auch immer eine Psychologin, wo man auch immer hingehen können und so, ne? Aber lebt mal jahrelang in der Parallelwelt, lebt mal jeden Tag mit einem anderen Charakter und schifft mal eine Rolle und erlebt irgendwie die Sachen, dass eine Freundin einen Arm schippt und sonst was. Dass man sich da reinsetzt wirklich, dass Leute abkacken zum Beispiel, weil sie nicht mehr klarkommen danach, weil sie so eine Rolle gespielt oder so eine Szene gespielt haben. Es ist halt einfach nicht ohne und naja, und deswegen haben Filmpool und ich dann entschieden, dass es vielleicht besser ist, bevor der Mut immer noch schlechter und schlechter wird. Vielleicht ist es dann einfach mal gut, Tschüss zu sagen und dann nach all den 9 Jahren im Guten auseinanderzugehen und zu sagen, ja, wir sollten den Schritt mal gehen. Ich kann euch nur so viel sagen, dass die Firma sehr viel Vertrauen in mir hatte. Und wir hätten auch noch coole Geschichten gehabt zusammen als Zuschauer und ich hätte die auch spielen dürfen. Aber es ist jetzt so gekommen, wie es jetzt gekommen ist, dass Leonie den Heiratsantrag nicht angenommen hat, Kevin daraufhin Köln verlassen hat. Und ich denke gerade aktuell, und das ist das Traurige halt, dass es halt einfach kein Comeback geben wird für mich. Weil ich so ein Mensch bin, wenn ich mal halt einfach so einen Schritt mache, dann mache ich den und dann möchte ich auch eigentlich keinen Rückschritt machen, weil ich das für nicht richtig halte. Hätten wir über eine Auszeit gesprochen, eine längere, okay, aber ich glaube, das ist das war. Und das macht mich sehr traurig und das ist für mich strange, weil dieses Video, wenn es beendet ist, dann war es das halt so. Dann habe ich euch das erzählt und dann war es das. Ja, das Kapitel dann. Aber manchmal muss man stark genug sein. Aus der Komfortzone austreten, was Neues machen, was Neues zulassen und das auch machen. Ja, und deswegen, also jetzt habt ihr so ungefähr verstanden, ich musste voll viel ausholen, dass intern halt viel passiert ist und dass ich halt, glaube ich, einfach nicht mehr das aufrechterhalten konnte, das ganze Drumherum und dass teilweise am Set nicht mehr so richtig da bei der Arbeit war und teilweise auch die Mitarbeiter dann vielleicht auch nicht diesen Respekt entgegengegeben habe, den sie dann in dem Moment verdient haben,
Und ich hatte einfach so als Larifari manchmal da war und ich mach das nochmal eben und bla bla und tralala. Und ja, spielen wir doch die Szene. Für euch, für die Zuschauer, habe ich immer wieder wirklich eingetaucht und wirklich dann meine 100% gegeben. Manchmal vielleicht auch 80. Ah nein, eigentlich war ich fast immer so gefühlt 100%. Ich habe trotzdem immer, wollte ich das Beste in dieser Szene machen. Aber drumherum dann Leute abzufacken und einen schlechten Mut zu haben manchmal auch, obwohl ich auch oft einen guten Mut hatte, aber mich auf andere Sachen konzentriert habe und ich dann einfach nicht mehr so richtig da in diesem Universum bei Köln war. Teilweise auch Menschen, die für mich halt einfach so da waren und mich supportet haben, die so hängen lassen und einfach so einen Ego-Film zu fahren und nur an mich zu denken, das war nicht richtig. Und deswegen haben Filmpo und ich entschieden, dass es das Beste ist, vielleicht, dass man getrennte Wege geht. Obwohl ich denke, dass es für die Sendung vielleicht nicht das Beste ist. Aber im Moment haben wir es so entschieden. Und das habe ich akzeptiert. Ich habe bis zur letzten Sekunde alles gespielt, war da. Und der Abschied war halt sehr emotional, weil halt so viel halt einfach über all die Jahre passiert ist. Wenn ihr den Abschied nochmal sehen wollt, der ist in der Infobox verlinkt. Ja, es war alles sehr emotional. Leute können meckern, Leute können sagen, das ist Trash, die Sendung ist kacke, bla bla, sollen die machen. Oder sollen die über meine Rolle meckern. Aber nicht über die Sendung Köln 50667, weil keiner eine Ahnung hat, was es bedeutet, jeden Tag da vor der Kamera zu stehen und was wir intern alles hinter der Kamera auch durchgemacht haben, welchen Film wir gefahren haben. Und Ingo hat dieses Projekt geliebt. Das war sein Baby auch. Und Ingo ist nicht mehr da. Dieser Mann ist verstorben. Bring also einfach diesen Respekt entgegen, dass da viel Geschichte passiert ist. Und dass es nicht irgendeine Scheiße ist, die seit Jahren läuft. Weil da Menschen mit zu viel Herz dahinter stecken, die dafür gearbeitet haben, dass Menschen jeden Tag diese Sendung einschalten. Und wir und ich bin euch so dankbar, als Zuschauer wollte ich sagen, danke für den jahrelangen Support und dass ihr mit am Start wart und dass ihr jahrelang einfach diese Sendung supportet und dass ihr mitgefühlt habt oder sonst was. Schämt euch nicht dafür. Wenn Leute, wenn einige von euch das gerne gucken, dann ist es in Ordnung. Nur weil andere sagen, das ist Shit, weil sie mit ihrem Leben selbst nicht zufrieden sind, dann ist es okay. Sollen die das machen? Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die Köln 50667 wirklich wortwörtlich lieben und das auch wirklich so beschreiben. Mir ist das Herz, ich wusste nicht, was ich machen sollte, wo mir junge Mädchen geschrieben haben, dass sie weinend im Bett liegen, dass jetzt Kevin gegangen ist und bitterlich geweint haben, fast eine Stunde auch, und das so geschrieben haben. Für einige da draußen ist wirklich dann auch den jungen Mädchen, ist da irgendwie was, das ist was passiert, Kevin ist gegangen und wenn das sein Lieblingscharakter in der Sendung war, dann macht das emotional was mit dir. Und ein Respekt für all diese Menschen, die uns ja jahrelang supporten, wäre es doch echt mal cool, dass Leute nicht immer nur auf alles rumhacken und sagen, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke, sondern respektiert einfach, dass jeder seinen Job da draußen macht und meckert nicht so viel rum in Deutschland. Zieht euren Stock aus dem Arsch und lebt euer eigenes Leben und macht das, was ihr für richtig haltet, von euren Herzen. Aber ständig rumzumeckern und das und das und das, ich habe es doch selbst gemacht. Die ganze Zeit rummeckern. Und was hast du hier gebracht? Mir ging es danach immer schlechter. Ich, so, ja, ich hatte nachher noch auch so Gedanken, so scheiße, alles Kacke. Was bringt es denn eins, Menschen runterzumachen, zu erniedrigen oder sonst was? Nichts. Macht sich selbst besser? Nein. Appreciate, was andere Menschen machen. Ey, du machst das krass cool. Motiviere Menschen. Gib ihnen Komplimente. Lauf gut durch den Tag. Mit dem Herzen, mit einem offenen Herzen, mit einem Smile. Mach das. Aber mach nicht die Menschen immer nieder und dumm und sonst was. Oder lach darüber, was sie gerade machen. Im Fernsehen gehen Ottos. Ja, natürlich. Ist es viel Unterhaltung und Entertainment. Aber das ist in Amerika, versteht man das ein bisschen mehr. Aber in Deutschland nicht. Dieses Entertainment wird dann immer so halt kritisierend hinterfragt und man darf kaum noch was machen da draußen. Man darf kaum noch über Grenzen gehen. Am besten nur noch alles pipifein und überhaupt nicht mehr über das und das reden. Es gibt nur da draußen halt einfach Menschen, die eine andere Meinung haben. Das sollte man auch jede Meinung respektieren. Und man sollte die Leute nicht auf die, so Meinungen aufdrücken, zu sagen, du darfst das und das und das nicht sagen und das und das und das nicht. Vor allem auch in diesen ganzen Zeiten jetzt in den letzten Jahren. Dass man einfach kaum noch gefühlt hat, eine Meinungsfreiheit hat. Nein. Sagt das, was ihr denkt, was ihr fühlt. Wenn Menschen das nicht akzeptieren oder das nicht für richtig empfinden oder dann einfach euch von euch distanzieren, dann sind es auch nicht die richtigen Menschen, die ihr in euer Leben haben solltet. Versteht ihr, was ich meine? Köln 50667 hat mir all das ermöglicht, was ich heute haben darf oder was ich erleben durfte und dieses ganze Projekt, die Menschen. Und deswegen, auch wenn ich mich jetzt gerade aufgeregt habe, möchte ich halt einfach wirklich sagen, danke an jeden Einzelnen, danke an Filmpool, danke an RTL2, an die Firma und alles drum und dran, dass ihr jahrelang an mir festgehalten habt, dass ihr mir einen Arbeitsplatz gegeben habt und auch die Chance gegeben habt, so all das erleben zu dürfen. Und auch, dass ihr diesen Charakter Kevin immer wieder gefördert habt mit neuen Geschichten. Und danke an euch, das meine ich vom Herzen. Ich weiß nicht, wie ich es anders Danke sagen soll. Danke an euch, den Zuschauern, an der Community, die mir seit Jahren lang den Support geben, mir verfolgen,
oder halt einfach wirklich auch meine Stories gucken oder alles drum und dran oder mein Feedback auf Instagram oder auf Social Media geben, wie auch immer. Egal in welche Richtung, danke für all euren Support oder auch danke für den Support hier auf YouTube. Ohne euch wäre das Projekt nicht das, was es jetzt ist. Und ohne euren Support wäre ich wahrscheinlich auch nicht jetzt hier auf Bali und würde das hier machen können. Deswegen vom Herzen meine ich wirklich so, danke für alles. Danke an die Köln 50667 Community, an die Köln 50667 Gemeinde, die jahrelang einschalten und mitfiebern und mit dabei sind. Ihr seid der Grund, warum wir jeden Tag aufgestanden sind bis jetzt oder ich halt einfach jetzt das gemacht habe, vor der Kamera stand und 100% gegeben habe, um euch zu unterhalten, um euch zu erreichen mit den Emotionen, um euch halt einfach auch zum Lachen zu bringen oder zum Weinen zu bringen oder auch einfach ein bisschen Nachdenken zu bringen. Das ist mit keinem Geld der Welt bezahlbar und ich danke euch vom ganzen Herzen für all die Jahre, für all die Zeit, für den Support und auch für die Rolle, Kevin. Danke. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders in Worte fassen soll. Und auch danke für euren Support, wo ich jetzt den Abschied hatte, auch für den Abschied, für all die Nachrichten, für die lieben Nachrichten. Es waren so viele Nachrichten. Ich konnte nicht einzelne Nachrichten, wirklich jede einzelne Nachricht lesen oder beantworten. Aber ich hab's wahrgenommen, ich hab's realisiert. Was teilweise geschrieben wurde, hat mich emotional erreicht. Teilweise ging es im Minutenrhythmus, kamen mehrere Nachrichten rein, im Minutenrhythmus über Tage. Kommentare hier, da, überall, auf Social Media kam so viel Feedback. Ich war überwältigt und bin auch immer noch überwältigt und wollte Danke dafür sagen, auch dass ihr mir so einen schönen Abschied gegeben habt mit so viel Emotion und auch so ein schönes Feedback. Das hat mir sehr geholfen und es hat mir gezeigt über all die Jahre, dass man mit euch zusammengewachsen ist, dass ihr diesen Charakter Kevin sehr gemocht habt und dass ihr meine Arbeit gewertschätzt habt über all die Jahre. Und dafür wollte ich Danke sagen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was als nächstes passiert, mit TV oder sonst was, was mein nächster Step ist oder was ich als nächstes mache. Ich brauchte jetzt diesen Monat erstmal ein bisschen klarzukommen. Ich habe das sehr gebraucht hier Bali. Es hat mir sehr geholfen. Es ist eine so schöne Insel, die mir sehr viel gegeben hat. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das zum einen. Und was jetzt TV-technisch noch passiert, ich weiß nicht. Für mich war das Größte, bei Promi Big Brother dabei sein zu dürfen, was Reality angeht. Aber vielleicht sieht man sich einfach nochmal im Fernsehen. Aber ich werde jetzt nicht händetrinkt von Sendung zu Sendung zu Sendung hüpfen, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder sonst was. Sondern ich werde einfach Dinge machen, wenn sie vom Herzen kommen und Sender Bock auf mich haben, dann mache ich das gerne. Vielleicht sieht man sich wieder im Fernsehen. Aber gerade aktuell brauche ich ein bisschen Abstand von der Branche, so ein bisschen, denke ich. Deswegen werde ich jetzt ab Mai einen Job annehmen als Social Media Manager. Das heißt, ich bin ein Manager von Social Media, mache Social Media Content, Videos, Videograf für eine Pizzeria in Köln, für mehrere Pizzerien, also es ist eine Kette, eine größere Kette in Köln, die ist auch bekannt. Für diese Pizzeria werde ich dann Social Media Management machen, also das, als Manager. Und das ist, glaube ich, erstmal gut, weil ich auch einfach mal dann unabhängig mal ein paar Wochen noch weg kann oder mal von woanders arbeiten kann, wenn ich vorproduziert habe. Ich finde, es ist eine gute Idee. Ich glaube, ich kann mich da auch so kreativ entfalten. Ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr mich weiterhin verfolgt. Ich mache weiter mein Social Media, weiter mein Instagram, weiter mein Content. Da werdet ihr immer auf dem Laufen gehalten. Ich werde auch weiter meine YouTube-Videos machen oder weiter auch Straßenumfragen oder sonstiges. Ich werde das alles weitermachen, weil ich auch Bock drauf habe. Aber ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal Social Media Manager machen und ich werde euch auch alles erklären und ihr könnt gerne in den Stories gucken, wie das alles so ist, was man da auch so alles macht als Social Media Manager. Und ich werde noch einige Real Talk Videos machen, so vom Herzen, wo ich darüber sprechen möchte. Das ist jetzt der nächste Schritt. Dass ich erstmal was anderes mache und nicht so im TV. Dass ich da erstmal ein bisschen klar komme, für mich bin. Und ich weiß noch nicht, wo es hingeht, Leute, wisst ihr. Aber ich bin offen, ich bin motiviert und ich bin dankbar. Aber ich muss jetzt erstmal das Kapitel schließen. Köln 50667, Filmpool, RTL 2, all die Zeit, um nach vorne zu gucken. Ich habe keinen Plan, in welchem Zusammenhang ich jetzt alles erzählt habe oder was gemacht habe. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, ich hoffe, ihr konntet mich verstehen. Ich hoffe auch, dass ich keinen irgendwie zu nahe getreten bin. Ich habe auch nicht zu viel intern gesagt. Ich habe einfach das gesagt, was mein Herz mir gesagt hat. Ich hoffe, ihr habt bis zu dieser Stelle zugeschaut und ihr fandet das interessant, was ich sage. Und ich würde mich auch freuen, wenn vor allem die Menschen, die mich seit Jahren so krass supportet haben, sich das Video komplett angeguckt haben, damit ihr mal so ein bisschen versteht, was da so auch intern los war. Warum meine Beweggründe jetzt sind, dass ich halt nicht mehr dabei bin bei Köln 50667. Ja, und das Ende jetzt ist sehr schwierig, weil irgendwie das Ende ist irgendwie so ein Ende einer langen Zeit. Wenn ich jetzt sage, macht's gut bis zum nächsten Video. Es wird immer ein Teil sein trotzdem. Machen wir es nicht so krass emotional. Aber das war's jetzt erstmal mit dem Kapitel Köln 50667. Danke für all den jahrelangen Support. Wirklich danke, 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 danke für all den jahrelangen Support. Ihr seid die Besten.
Und es ist gut, dass ich jetzt das Video gemacht habe. Auch an diesem Ort. Ja. Danke fürs Zuschauen, fürs Video. Lasst gerne ein Abo da. Ihr werdet weiterhin mich auf Social Media verfolgen können. Köln 507 über 9 Jahre. Danny Liedtke, a.k.a. Kevin Bochow, ja, den ich jahrelang spielen durfte, sagt hier auf jeden Fall auf Bali erstmal liebe Grüße und macht's gut. Danke für den jahrelangen Support.